Crosby, Mellis, Tor für die Fortuna! Na, da bin ich aber mal gespannt, wer sich diesmal noch an diese denkwürdige Begegnung erinnern kann, die jeder Fortune kennen muss. Denn dieses Aufeinandertreffen der Rot-Weißen aus Düsseldorf mit denen aus München liegt schon fast 42 Jahre zurück. Und es waren auch gar nicht so viele dabei, nur 26.000 Zuschauer kamen an jenem 9. Dezember 1978 in die Betonschüssel nach Stockholm. Die Bayern spielten an diesem Nachmittag, naja, mit einer Abwehrformation, die Fortuna vorher gründlich analysiert und wohl auch besser verstanden hatte. Die erste Minute, die Bayern mit einem Rückpass auf ihren Torhüter Sepp Maier und der nimmt ihn auf. Was ist das denn? Nein, keine Aufregung. Die Rückpassregel wurde erst 1992 eingeführt. Aber schwacher Abschlag dann vom Nationaltorhüter. Klaus Allofs am Ball zieht einfach mal ab. Das war das Tor für die Fortuna. In der ersten Spielminute durch Klaus Allofs den besten Linksfuß, den die Fortuna je hatte und wahrscheinlich auch einer der besten in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Sepp Maier schaute da nur konsterniert hinterher. Das frühe 1-0 für die Fortuna, die davon natürlich beflügelt war. Dann Hubert Schmitz auf der linken Seite tanzte sie alle aus mit der guten Hereingabe. Und wieder Klaus Allofs, Kopfball, aber diesmal ans Außennetz. Sehr zur Freude von Fortuna-Trainer Hans-Dieter Tippenhauer ganz vorne. Dann Gerd Zimmermann mit einem Freischuss aus 30 Metern und der Ball touchierte da sogar noch den Außenpfosten. Ein Mann wie ein Baum und genauso kernig waren eben auch seine Weitschüsse. Eckball der Bayern auf der anderen Seite und dann kam der Rummenigge an den Ball, aber Jörg Daniel konnte und musste nicht eingreifen. Jetzt waren die Bayern aber besser im Spiel. Wieder Rummenigge, kaum vom Ball zu trennen, spielt ihn aber auch nur selten ab. Dann schaut er aber mal und wir sehen unten links Paul Breitner aus dem Bild rennen. Der Pass kam ganz genau von Rummenigge, aber der Nationalspieler Paul Breitner da mit keinem Schussglück, zum Glück für die Fortuna. Aber jetzt war es ein offener Schlagabtausch. Die Fortuna auf der anderen Seite wieder Hubert Schmitz gegen Sepp Maier. Der blieb aber erst einmal zurück. Schmitz in den Ballbesitz, schaute, gute Hereingabe in die Mitte und dann ganz Parade von Sepp Maier in dieser Situation. Nochmal Hubert Schmitz. Die Fortunen waren richtig heiß gelaufen, aber da legt er sich den Ball ein bisschen zu weit vor in dieser Situation. Also die Fortuna war on fire, die war richtig heiß an diesem Nachmittag gegen die Bayern. Dann aber mal ein Stockfehler in der Hintermannschaft der Düsseldorfer und dann ging es ganz schnell 1:1 der Ausgleich in der 22. Minute. Sehr zur Freude von Jula Lorand, dem Bayern-Trainer und seinem Co. Paul Czerner dahinter. Klaus Augenthaler traf da zum 1:1. Aber es ging dann schon gleich wieder weiter. Erneut die Bayern vorne und Dieter Brey musste da in höchster Not klären auf Kosten einer Ecke. Fast die Führung sogar für die Bayern in dieser Partie. Aber nur 2 Minuten später nach dem Ausgleichstreffer. Wieder die Fortuna im Vorwärtsgang. Wolfgang Seel behielt den Ball, behielt die Übersicht und bediente Klaus Allofs und der kann es auch mit rechts. Tor für die Fortuna. Das war in der 24. Minute. Das 2:1 durch den Doppeltorschützen Klaus Allofs. Wunderschön zu sehen mit der rechten Innenseite da an 3 Bayern-Spielern und Torhüter vorbei. Aber es ging schon wieder auf der anderen Seite hoch her. Kopfballmöglichkeit. Kein Problem für Jörg Daniel in dieser Situation. Wir sind immer noch im ersten Durchgang. Paul Breitner, der Schiedsrichter, schaut gar nicht hin. Und dann gibt es da diese Chance im 5-Meter-Raum. Ganz Parade. Jörg Daniel und der schaute nachher auch zum Schiedsrichter. Hey, den Ball kannst du auch freigeben. Tat er aber nicht, aber er konnte ja alles reparieren. Emanuel Günther dann im Strafraum und um Zentimeter vorbei am langen Eck des Bayern-Tores. Es hätte also auch schon gut und gerne 7:3 oder 8:4 für die Fortuna stehen können in dieser Partie. Nochmal die Bayern und eine Glanzparade von Jörg Daniel. Das war das Ende der ersten Halbzeit. Ende der ersten Halbzeit, Spielstand 2:1 für die Fortuna Düsseldorf. Und damit rein in den zweiten Durchgang oder doch nicht, denn plötzlich ging im Rheinstadion die Rasensprinkleranlage an. Die Fortunen warteten mit dem Schiedsrichtergespann in der eigenen Hälfte und die Bayern waren nirgendwo zu sehen, versteckten sich vielleicht in den Katakomben des Rheinstadions und der Stadionsprecher hatte offenbar seinen Spaß daran. Liebe Zuschauer, das sollte hier also kein Gag sein. Wie Sie sehen, hat also die überraschende Witterung, es ist also viel zu warm für diese Jahreszeit, haben wir im Wetterbericht gehört. Da hat unsere Automatik hier selbstverständlich drauf reagiert. Das wird sofort abgestellt. Großes Gelächter also bei allen Beteiligten. Nur die Bayern wirkten irgendwie ernst und eingeschüchtert.
Vielleicht ahnten sie ja schon Böses, ihr Trainer offenbar nicht. Und damit jetzt also rein in den zweiten Durchgang, in dem die Fortuna wieder die erste Möglichkeit hatte in Form eines Freistoßes. 35 Meter Torentfernung und Gerd Zimmermann mit einer Kanonenkugel und Sepp Maier brannten da die Fingerkuppen nach diesem Geschoss vom Zimbo. Aber da konnte Maier nochmal abwehren. Aber die Fortuna blieb am Drücker, wollte unbedingt schnell den dritten Treffer erzielen. Wolfgang See nicht im Abseits, an Sepp Maier vorbei und Mensch, wenn er den vorbei geschossen hätte. Tor für die Fortuna. Das 3:1 durch Wolfgang Seel. Da entschuldigte er sich fast noch für seinen Treffer. Man kann es erahnen, es war wohl gleiche Höhe. Und Wolfgang Seel, ganz, ganz kühl bleibt er da vor Sepp Maier mit diesem Tor. 3:1. Also die Fortuna jetzt mit 2 Toren vorne und die Bayern, ja, die verloren vorne wieder den Ball. Die Fortuna schaltete um, ein Pass reichte aus und wieder war Wolfgang Seel allein auf weiter Flur. Schaute, da kommt ja gar keiner. Also gehe ich links an Sepp Maier vorbei und schiebt den Ball rein. Und dann gab es noch den eingesprungenen Wolfgang Seel hinterher nach seinem 2. Treffer an diesem Nachmittag. Und damit wurde es immer deutlicher und er schraubte das Zwischenergebnis nach dieser Aktion auf. 68. Spielminute, neuer Spielstand, 4:1. Es war die 58. Minute, aber da kann man auch schon mal als Stadionsprecher durcheinander kommen. Düsseldorf-Sprechchöre auf den Rängen und die Fortunen auf dem Rasen hatten noch längst nicht genug. Schmitz bediente da Gerd Zewe und er fasst mit dem 5. Treffer in dieser Situation. Fortunas Ehrenspielführer und Bundesliga-Rekordspieler nach dieser feinen Vorarbeit von Hubert Schmitz. Und was machten die Bayern? Sie verloren vorne wieder den Ball. Die Fortuna spielte nur einen Pass nach vorne und erneut war es Wolfgang Seel, wie sich die Bilder gleichen. Diesmal ging rechts am Maier vorbei, kam zu Fall. Und was sagte Schiedsrichter Walter Engel? 11 Meter für die Fortuna. Sepp Maier deutete ihm an, nimm doch mal dein Fernglas hoch, denn von einem Videobeweis waren wir damals ja noch meilenweit entfernt. Gerd Zimmermann legte sich also das Leder zurecht und dann bollte sich das Netz aus. Tor für die Fortuna zum 5:1. Da konnte Sepp Maier froh sein, dass er da nicht dran war. Dem wären ja glatt die Hände abgefallen. Auf der anderen Seite die Freistoßmauer mit Sepp Weikel, Hubert Schmitz und Dieter Brey. Und Paul Breitner bringt den Ball nach innen. Gerd Zewe artistisch, Kopfballmöglichkeit, Rummenigge. Aber da musste Jörg Daniel überhaupt nicht eingreifen. Und wieder tanzte da Hubert Schmitz dann auf Klaus Allofs. Der tanzt 2 Bayern-Spieler aus. Sepp Maier hielt auch mal einen Ball. Der kam aber direkt zu Emanuel Günther. Das Tor für die Fortuna. Es war das 6:1 in der 74. Minute für die Fortuna durch Emanuel Günther. Der Mann, der vor der Saison vom Karlsruher SC gekommen war und wieder dorthin zurückgehen sollte. Und dann nahmen die Fotografen Stellung, gingen schon in Stellung vor der Bayernbank, auf der es nur noch finstere Gesichter zu sehen gab. Aber die Fortuna hat ja noch lange nicht genug. Ausnahmsweise mal die Bayern vorne, aber irgendwie sollte es bei ihnen an diesem Nachmittag nicht gelingen. Rummenigge entschuldigt sich nachher noch bei Jörg Daniel nach einem Zusammenprall. Dann der eingewechselte Flemming Lund hatte keine Anspielstation und dann dachte sich der Däne, na, gehe ich einfach mal alleine über die rechte Seite und dann schaufelte er den Ball nach innen. Da kam Emanuel Günther und Tor für die Fortuna. Das 7:1. Was für ein Wahnsinn nach dem 2. Treffer von Günther. 87. Spielminute. Neuer Spielstand 7:1. Torschütze wiederum Emanuel Günther Nummer 9. Ja, für Sepp Maier und seine Vorderleute war es ein gebrauchter Tag und die Fortunen hatten noch nicht genug. Gerd Zimmermann nochmal aus der 2. Reihe knapp drüber. Das war die letzte Aktion in dieser Partie. Wahnsinn, die Fortuna schlug den FC Bayern München am Ende. Also mit 7:1 eine Ehrenrunde forderten die Fans und Bayern-Trainer Lorand verschwand in der Kabine. Das war das Ende des Spiels. Die Fortuna Düsseldorf schlägt den FC Bayern München mit 7:1 Toren. In der Tabelle überholte die Fortuna die Bayern und lag kurz vor der Winterpause auf Platz 4. Und am Saisonende gelang dieser Mannschaft der erstmalige Gewinn des DFB-Pokals.